Der dritte Punkt ist, dieser Autor hier, Keith Green, behauptet, es sei nicht biblisch, Menschen im Gebet anzuführen, Menschen im Gebet anzuleiten. Und jetzt komme ich konkret zu der Verteidigung von Seelengewinn, von unserer Methode. Weil diese Frau, die mir das geschickt hat, die ist gegen unsere Seelengewinn-Methode. Sie war dabei, hat nie irgendwas gesagt. Jetzt ist sie auf einmal dagegen. Sie war anscheinend die ganze Zeit dagegen und ist einfach nur fake. Ja. Und zwar schreibt der Autor auf Seite 38: Ich bin überzeugt, ein wahres Übergabegebet wird aus jedem heraussprudeln, der wirklich nach Gott sucht und die Sklaverei der Sünde satt hat. Allein die Vorstellung, dass man jemanden in einem Gebet anleitet, ist ganz und gar lächerlich. Man findet noch nicht einmal etwas entfernt Ähnliches in der Bibel oder in den Biografien und Schriften der Kirchengeschichte. Dann kommen natürlich die Kirchenväter. Was haben die geschrieben? Ist mir egal, was die geschrieben haben. Diese angeblichen Kirchenväter, diese angeblichen, Betonung auf angeblich, die waren meines Wissens zum Großteil überhaupt nicht gerettet. Die haben Irrlehren gelehrt. Warum soll ich mich an irgendwelchen bescheuerten Kirchenvätern orientieren, die schon lange nicht mehr leben? Man findet noch nicht einmal etwas entfernt Ähnliches in der Bibel. Okay, wie wäre es mit Apostelgeschichte 22, Vers 16? Apostelgeschichte 22, Vers 16. Sehr wichtiger Vers zum Seelengewinn. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Der Typ behauptet hier, es sei überhaupt nicht biblisch. Es gäbe noch nicht mal etwas entfernt Ähnliches in der Bibel, dass man jemanden im Gebet anleitet, dass man ihm sagt, hey, du musst den Namen des Herrn anrufen. Lass mich dir helfen, ein Gebet zu formulieren. Das sei überhaupt nicht biblisch. Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen. Und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Ja. Lass mich dir den Kontext geben von der Geschichte. Ananias spricht das zu Saulus. Er sagt zu Saulus, der dann Paulus heißt, und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Das sagt Ananias. Und was lernen wir daraus? Dass Saulus zu dem Zeitpunkt noch nicht gerettet war. Weil viele Leute glauben, dass Saulus sich bekehrt hätte, als ihm Jesus erschienen ist auf dem Weg nach Damaskus. Aber das ist nicht der Fall, denn Ananias sagt hier, lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Also seine Sünden waren noch nicht abgewaschen, er war noch nicht gerettet zu dem Zeitpunkt. Und ich bin mir sicher, dass ihm das Evangelium nochmal erklärt wurde, auch wenn das hier nicht konkret berichtet wird. Es ist einfach nur ein kurzer Ausschnitt. Und der Vers im Grunde genommen ist, ist eine Anleitung, wie man gerettet wird. Ja? Man soll seine Sünden abwaschen lassen, indem man den Namen des Herrn anruft. Indem man glaubt und den Namen des Herrn anruft. Also was haben wir hier? Ein biblisches Beispiel dafür, dass jemand einen anderen im Gebet anleitet. Der sagt, hey, du musst den Namen des Herrn anrufen. Der nicht einfach sagt, ja, das Gebet wird irgendwann aus dir heraussprudeln, wenn du die Sklaverei der Sünde satt hast und den dann einfach gehen lässt, also, ohne dass er gerettet ist überhaupt. Weil du musst den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Das ist, was die Bibel sagt. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Menschen im Gebet anzuleiten ist biblisch. Zu sagen, du musst den Namen des Herrn anrufen. Lass mich dir helfen dabei. Das ist durchaus biblisch. Also wir haben, wenn wir Seelengewinn gehen und diese Methode anwenden, die Bibel auf unserer Seite. Ja. Wir haben einen Vers, Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und ich habe Leute satt, die Seelengewinn kritisieren und selbst nichts tun. Ja. Die Leute, die Seelengewinn kritisieren, sind die nichts tun in der Regel. Ich meine, die haben keine Ahnung davon. Die wissen nicht, wie das ist, mit Leuten zu sprechen, die verloren sind, ihnen das Evangelium zu erklären, sie ja, dazu zu bringen, mit Liebe, mit Ausdauer, dass sie den Namen des Herrn anrufen, dass sie vertrauen auf den Herrn. Sie haben keine Ahnung davon. Und ich werde Seelengewinn verteidigen gegen die Feinde des Evangeliums. Und wir sollten sein wie Schammer, der sich nicht wegbewegt und sagt, das ist Seelengewinn, das ist korrekt. Und mir ist klar, es gibt hier und da verschiedene Methoden, man kann verschiedene Verse verwenden, das ist in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe, was wir tun. Ja, es ist jetzt nicht irgendwas komplett anderes, dass jeder hier irgendwie komplett seine eigene Methode hat, die völlig unbiblisch ist, sondern wir haben eine biblische Methode und ich werde mich nicht davon wegbewegen. Ja, wir sollten sein wie Schammer, der sagt, das ist die Wahrheit, das ist der Acker, auf den ich gehe. Ich werde mich nicht wegbewegen, sondern werde verteidigen.